à votre place dans l'église un cahier avec les chants et la traduction en français des prières qui sont en allemand. Et puis encore une chose, c'est que la prédication et le discours du président seront disponibles en français sur le site internet. Die Rede des Präsidenten und die Predigt werden morgen auf der Webseite aufgeschaltet, auf Deutsch, falls Interesse da ist. Aber jetzt möchte ich unserem Präsident das Wort geben. Danke und einen schönen Nachmittag. Bon après-midi à toutes et tous. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Anwesende, ich heiße Milan Kostrešević, und darf sich heute als Präsident der AGCK Schweiz ganz herzlich hier in der Predigerkirche von Basel willkommen heißen. Die AGCK Schweiz wurde am 21. Juni vor 50 Jahren gegründet, auch in Basel. Sechs Kirchen hatten damals die AGCK aus der Taufe gehoben. Die Heilsarmee, die Evangelisch-Methodistische Kirche, der Bund Schweizer Baptistengemeinden, die Christkatholische, die Römisch-Katholische und die Evangelisch-Reformierte Kirche Schweiz, damals als Schweizerischer Evangelischer Kirchenbund. Ich freue mich, deren Vertreterinnen und Vertreter herzlich unter uns begrüßen zu dürfen. Es freut uns sehr, es ehrt uns, dass Sie so zahlreich unserer Einladung gefolgt sind. 50 Jahre, das ist ein stolzes Alter und Grund genug zu danken, zu feiern und warum nicht auch neue Impulse für unseren gemeinsamen Weg als Kirchen zu erhalten. À mon tour de vous souhaiter la bienvenue en français à notre manifestation de jubilé. Je m'appelle Pierre-Yves Maillard, je suis le vice-président de la CTEC Suisse. Et j'y représente la Conférence des évêques suisses. Nous sommes heureux de saluer ici plusieurs membres de la Conférence des évêques suisses, à commencer par leur président, Mgr Gmür, Mgr l'abbé Dansidelne aussi, qui était déjà présent ce matin. Merci beaucoup d'être ici avec nous, Mgr Federer. L'Église catholique fait partie des membres fondateurs de la CTEC Suisse, ce qui mérite d'être relevé, puisque dans de nombreux pays, c'est ce que je lis ici sur le texte que notre secrétaire a rédigé et que je prononce ici, dans de nombreux pays, l'Église catholique n'est pas membre de telles plateformes œcuméniques. Ici, c'est le cas, nous en sommes reconnaissants. Nous saluons particulièrement Michael Bangert, le curé de la paroisse qui nous accueille chez lui cet après-midi et qui préside la communauté de travail des églises des deux Bâles. Wir begrüßen unter uns Erzbischof Anders Weyried, der uns ein Grußwort des Ökumenischen Rates der Kirchen ausrichten wird. Frau Dr. Tanja Solland, Regierungsrätin des Kantons Basel-Stadt, Vorsteherin des Finanzdepartements und somit auch Kirchenvorsteherin, sowie Gäste aus Deutschland und Österreich, die unsere Schwesterninstitutionen die ACK Deutschland und den ÖRK Österreich vertreten. Nous souhaitons également la bienvenue au pasteur Christian Krieger, président de la CEC, la Conférence des Églises européennes, et à plusieurs anciens présidentes et présidents de la CTEC Suisse. Sans eux, sans vous, nous ne serions pas rassemblés ici aujourd'hui pour célébrer nos 50 ans d'existence. Et nous vous remercions pour votre immense engagement au service de la CTEC. Nous passons maintenant la parole à Michael Bangert, curé de la paroisse qui nous accueille aujourd'hui et qui nous adresse quelques mots. Liebe Glaubensgeschwister, es ist für unsere Kirchgemeinde eine große Ehre und eine große Freude, Sie alle hier begrüßen zu dürfen.
Diese Kirche ist für uns das Herzstück unseres Gemeindelebens. Zu diesem Gemeindeleben gehören sehr viele Besuche der unterschiedlichsten Denominationen der Stadt. Über viele Jahre haben zum Beispiel die Serbisch-Orthodoxen diese Kirche genutzt für ihre Gottesdienste. Oft feiern wir mit den verschiedenen Kirchen hier unkompliziert, geschwisterlich und zugewandt den Gottesdienst. Diese Kirche haben wir nur geerbt, wie wir vieles einfach nur geerbt haben von dem, was uns zum Leben dient. Und erlauben Sie mir, dass ich einen kleinen Punkt aus dieser großen Tradition nenne. Nämlich die Dominikaner, der Predigerorden, der diese Kirche konzipiert und gebaut hat, der lebte von einem Satz, so meine ich wenigstens, Contemplata alii strada. Das in der Kontemplation, das in der Zusammenschau von Gott und Welt Erfahrene an die anderen weitergeben. Und wenn das, so scheint mir, eine Maxime wäre für die Frömmigkeit der christlichen Kirchen in diesem Land, dann wäre das nicht nur eine gute Perspektive, sondern auch etwas, was uns auf besondere Weise zusammenwachsen lässt. Das, was wir selber erfahren haben in unserem Gebet, in unserer Zusammenschau von Gott und Welt, einfach weitergeben. Nicht aufdringlich, sondern bescheiden. Vielleicht ganz im Vorübergehen es anzubieten. Aber dann können wir uns auf die nächsten 50 Jahre der Zusammenarbeit freuen. Herzlich willkommen und vielen Dank. I am very pleased to welcome you, Archbishop Weyrieth. Thank you very much for addressing us a few words from the World Council of Churches. With all this fantastic translation, I will disappoint you and try to speak in German. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Frau Generalsekretärin, sehr geehrte Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in der Schweiz, liebe Schwestern und Brüder, chère Sœur et chère Frère. Ich freue mich sehr, Ihnen im Namen der 349 Mitgliedskirchen des Ökumenischen Rates der Kirchen, ÖRK, herzlich zum 50er Jubiläum der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in der Schweiz zu gratulieren. Ein solches Jubiläum ist ein Grund zum Feiern. Es bietet die Gelegenheit, dankbar auf das Erreichte zurückzuschauen und mit einer Vision für eine lebendige Ökumene in der Schweiz in die Zukunft zu blicken. Seit der Gründung der Arbeitsgemeinschaft haben 12 Kirchen den Weg zur Vollmitgliedschaft gefunden und die Charta Ökumenica unterzeichnet. 3 weitere Kirchen oder Kirchengemeinschaften haben einen Gaststatus. Wir sind dankbar für die Breite dieses kirchlichen Miteinanders der Schweizer Kirchen. Die Themen, mit denen Sie sich in der schweizerischen Kirchenlandschaft befassen, haben sich in den vergangenen 50 Jahren bestimmt verändert. Traditionelle Kirchen wandeln sich. Neue Kirchen schließen sich der Gemeinschaft an und die Gesellschaft ist heute eine andere. Dies geht einher mit neuen theologischen Erkenntnissen und neuen sozialen Herausforderungen. Durch gemeinsame Sitzungen, durch ein frohes Miteinander und durch Begegnungen untereinander werden die Beziehungen gestärkt. Die Ökumene ist die Kunst der Begegnung und die Freude des gemeinsamen Gebets. Die Kirchen geraten heute in Versuchung, sich selbst zu marginalisieren. Wenn wir uns zurückziehen, werden wir nicht kritisiert werden. Ist wohl einer der unausgesprochenen, zugrunde liegenden Gedanken. In einer mehr und mehr säkularen Kultur
wird die Religion verstärkt als eine sehr private Angelegenheit angesehen, die in keiner Verbindung mit den gesellschaftlichen Realitäten steht, in denen die Menschen leben. Die ökumenische Bewegung erinnert uns aber daran, dass es bei der Ökumene um Oikumene geht, um alles Leben, um die gesamte Welt. Als Christinnen und Christen ist es wichtiger denn je, dass wir zusammenstehen und versuchen, gemeinsam zu sprechen. Wenn wir mit einer Stimme sprechen, um Ungerechtigkeit und Unterdrückung anzuspannen, leben wir Zeugnis ab von unserem Herrn und Retter, Jesus Christus. Die Pandemie hat unsere Sichtweise auf die Herausforderungen, mit denen wir konfrontiert sind, verschärft. Spaltungen, Unterschiede, Rassismus, Populismus und Gewalt nehmen zu. Unser gemeinsames Zeugnis und unsere lebendige Ökumene müssen Hoffnung bringen durch Handlungen der Liebe, durch Versöhnung und Heilung. Seit 50 Jahren trägt das Gebet Christi für die Einheit der Kirchen die Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in der Schweiz. Das gleiche Gebet gibt uns allen Kraft und inspiriert uns auch weiterhin für unsere lebendige Ökumene, dass sie eins seien, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir. So sollen auch sie in uns sein, auf dass die Welt glaube. Johannes 17, 21. Gemeinsam mit den Kirchen in Europa bereitet der ÖRK die 11. Vollversammlung vor, die vom 31. August bis September 8, 2022 in Karlsruhe stattfinden wird und unter dem Thema Die Liebe Christi bewegt, versöhnt und eint die Welt steht. Das ist das erste Mal seit 1968, dass die Vollversammlung in Europa stattfindet. 68 war es in Uppsala, meine Stadt. Nächstes Jahr in Karlsruhe. Gott segne Sie bei Ihrer ökumenischen Arbeit in der Schweiz. Mögen Sie stets auf die Weisheit des Buches der Sprüche vertrauen. Befiehl dem Herrn deine Werke, so wird dein Vorhaben gelingen. Sprüche 16, 3. Gottes Segen. Vielen Dank. Ich gebe das Wort an Frau Dr. Soland. Sehr geehrte Damen und Herren, geschätzte Anwesende, nicht nur ich freue mich, heute hier zu sein, sondern wie Sie vielleicht hören, meine Hündin Garnela freut sich auch. Das ist immer das Spezielle in dieser Kirche, wo sie auch sehr willkommen ist. Es freut mich, an einem Anlass zu sein, an welchem die Gemeinsamkeit im Vordergrund steht. Nicht die Differenz, sondern das Gemeinsame, was sie miteinander teilen, die gemeinsamen Werte. Als Kirchendirektorin fällt es mir manchmal schwer, die Unterschiede zwischen den verschiedenen christlichen Glaubensgemeinschaften zu verstehen. Ich muss das jedes Mal wieder herausfinden, wo sind denn die Unterschiede? Weil ihre gemeinsamen Werte, das gebe ich zu, beeindrucken mich viel mehr. Und ich glaube nicht nur mich, ich glaube auch alle Menschen. Auch wenn sie darüber klagen, dass sie Mitgliederschwund haben, wie ich das immer wieder höre, dann denken sie daran,
Es gibt viele Menschen, die nicht Mitglied sind, aber ihre Werte und ihre Botschaften teilen, für die sie Halt und Unterstützung bieten. Das scheint mir sehr wichtig zu sein bei Ihrer Arbeit. Daneben sind viele von Ihnen, ich nehme an, alle Institutionen sozial engagiert. Sie helfen unserer Gesellschaft, sie haben ein soziales Engagement, sie unterstützen Menschen in Not, geben Halt, Orientierung. Jetzt raucht's. Oh, ups. Das war der Effekt zum sozialen Engagement. Sie sehen, wie wichtig das ist. Da hat's gleich geraucht. Und ich möchte erwähnen, dass gerade in dieser Kirche hier, als wir Not hatten, als die Pandemie begonnen hatte und das Spital nicht wusste, wo testen wir jetzt all diese Personen, wie machen wir das, hat sich die christkatholische Kirche zur Verfügung gestellt, ist hinausgegangen und hier fand dann das Testen auf Covid statt. Und Sie sehen, wie wichtig das ist für uns, auch hier in diesem Kanton, dass wir eine gute Beziehung haben, dass wir Sie haben, all die Institutionen, die ihr Engagement hier ausüben und für alle Menschen da sind. Daher möchte ich Ihnen im Namen des Regierungsrates vom Kanton Basel-Stadt herzlich danken für Ihr Engagement, für die Menschen, die Gesellschaft und gratuliere Ihnen zu diesem 50-jährigen Jubiläum. Vielen herzlichen Dank. Wir freuen uns, dass der Kanton Basel-Stadt mit Ihnen unter uns anwesend ist. Sie wird im Laufe des Nachmittags wieder gehen, weil der Großrat tagt. Nous arrivons au terme de cette première partie. Merci à chacune et chacun pour ces mots de bienvenue. Nous allons maintenant nous rendre dans l'église derrière pour une célébration animée par Michael Bangert et des représentants des membres fondateurs de l'ACTEC. L'existence de celle-ci, comme de toutes les plateformes œcuméniques, n'est pas un but en soi. Mais 50 ans d'existence sont autant de raisons de nous remémorer que c'est le Christ lui-même qui nous appelle à être unis pour que le monde croie. C'est dans cet esprit que nous voulons maintenant rendre grâce en priant et en nous rendant dans l'Église. Merci beaucoup.
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, es ist mir eine große Ehre und Freude, dass wir heute in Basel, wo am 21. Juni 1971 mit großer Begeisterung und Hoffnung alles begann, gemeinsam das 50-jährige Bestehen der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in der Schweiz, AGCK, feiern können. Der Einsatz für den Dialog unter den Christen, unter den Kirchen in unserem Land, für ein gegenseitiges, besseres Verständnis und für ihren gemeinsamen Auftrag in der Gesellschaft, in der wir leben, inspirierte die Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in der Schweiz von Anfang an bis heute. Der Eckpfeiler unserer Zusammenarbeit findet sich beim geliebten Jünger Jesu, Apostel Johannes, der im 17. Kapitel seines Evangeliums den Auftrag an uns nennt, auf dass sie alle eins seien. Hier bietet Jesus um die Einheit unter den künftigen Jüngern, die durch das Einhalten des Gebots der Liebe gewährleistet wird. Es ist eine Einheit, wie sie zwischen Vater und Sohn besteht. Der Vater liebt den Sohn, der Sohn tut gehorsam das Werk des Vaters. Die Praxis der gegenseitigen Liebe bezieht die Jünger ein in die Liebe zwischen Vater und Sohn. Die Teilhabe an dieser Liebe ermöglicht uns Menschen, gegenseitige Liebe zu üben. Diese Liebe ist das Motiv für die Welt, den Glauben an Jesus anzunehmen. Gleichzeitig ist es auch das Motiv unserer zwischenkirchlichen Zusammenarbeit, unserer gemeinsamen Bemühungen, der Sendung der Kirche in die Welt zu entsprechen. Und wenn Sie so wollen, daraus erwächst es, unsere gegenseitige Liebe zu fördern. Wenn auch die Aufforderung zunächst vom Sohn, vom Jesus Christus herkommt, so haben sie die Kirchen Europas in Worte gefasst und in der Europäischen Charta Ecumenica einen klaren Auftrag formuliert. Im vergangenen April haben wir mit Freude ihr 20-jähriges Bestehen gefeiert. Die Charta bleibt eine Art Handbuch für die Ökumene, ein Dokument, das die Schweizer Kirchen 2005 ratifiziert haben und das uns auch in Zukunft inspirieren soll. Die Zeit, in der die AGCK gegründet wurde, war eine völlig andere als unsere heutige Zeit. Auf dem Höhepunkt der christlichen bilateralen und multilateralen Dialoge, auf dem Höhepunkt der Aktivitäten des Ökumenischen Rates der Kirchen und inmitten der Erneuerung der römisch-katholischen Kirche nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil beschlossen die Kirchen in der Schweiz, einen weiteren Schritt der gegenseitigen Zusammenarbeit zu tun. Dieser Schritt nach vorn bedeutete vor allem eine neue Kultur des Dialogs und des gegenseitigen Verständnisses zwischen unseren Konfessionen zu etablieren. Ein wesentliches Thema für jede Gesellschaft ist die Kultur des Dialogs. Daher muss der Dialog als aktive Kommunikation zwischen verschiedenen sozialen Gruppen in gespalteten und getrennten Gemeinschaften immer Frieden und Versöhnung als zentrale Aufgabe pflegen.
Das liegt mir als Serben, dessen Familie den Krieg auf dem Balkan in den 1990er Jahren miterlebt hat, ganz besonders am Herzen. Dialog bedeutet, einer Person zuzuhören, die andere Einstellungen hat als ich. Dialog bedeutet, zu akzeptieren, dass es unterschiedliche Perspektiven gibt. Dialog bedeutet, gerade deshalb weiter zu kommunizieren, weil ich davon überzeugt bin, dass ich andere und unterschiedliche Einstellungen akzeptieren kann, wenn diese Einstellungen sinnvoll sind. Ohne Selbstkritik, ohne gemeinsames Ringen um die Wahrheit, ohne Toleranz gegen andere Meinungen und ohne die Fähigkeit, Verschiedenheit zu ertragen, ist Dialog nicht möglich. In der Dialogkultur versuchen wir, zur Wahrheit zu gelangen, Dinge beim richtigen Namen zu nennen und Argumente zu präsentieren. Im Dialog geht es um Argumente, um Verständnis, um Respekt. Als Papst Franziskus 2018 den ÖRK in Genf anlässlich der Feierlichkeiten zum 70. Jubiläum besuchte, bezeichnete er die Suche nach Einheit und Frieden als einen Pilgerweg des gemeinsamen Betens und Arbeitens. Und auf diesem Weg wollten und wollen wir unterwegs bleiben. Zurück zu uns. Beim Wechsel im Generalsekretariat vor 4 Jahren wurde uns ein USB-Stick mit etlichen Urtenordner übergeben. Religionsartikel, ein Gebet voraus, Neuapostolische Kirche, Lehrplan 21, verfolgte Christen, Migration, Klima- und Schöpfungszeit, Jugendförderung, Ökumenika Label, Basistunnel, Orthodoxie, Sterbehilfe, Gottesdienste zur Eröffnung der Legislatur, Sonntagsallianz oder Taufanerkennung. Das umfasst so etwa all jene Themen, die die Kirchen in den letzten Jahrzehnten beschäftigt haben. Ich bin sicher, dass bei vielen unter Ihnen Erinnerungen wach werden. Sie waren mit Ihrer Kirche auch mit diesen Fragen befasst. Viele bleiben weiterhin brennend aktuell, wenn ich an die Verfolgung der Christen in zahlreichen Regionen der Welt denke oder an die Klimafrage. Neben der institutionellen Verankerung des Dialogs hat die AGCK mehrere Projekte im Rahmen ihres umfassenden Auftrags durchgeführt. Die Kultur des Dialogs, die ich erwähnt habe, hat vermutlich die Entscheidung über eine gegenseitige Anerkennung der Taufe geprägt, die 6 Mitgliedkirchen 2014 erneuert haben. Im Jubiläumsjahr 2021 ist eine 7. nach Jahren intensiver theologischer Gespräche dazu gekommen. Als Ausdruck christlicher Liebe und als Ergebnis des Dialogs und des gegenseitigen Verständnisses hat die AGCK oft auch Migrationskirche unterstützt und gerne als Mitglieder aufgenommen. Heute wird das daran deutlich und ich freue mich sehr darüber, dass ich das Privileg habe, der erste Orthodoxe zu sein, welcher der AGCK in den 50 Jahren seines Bestehens vorsteht. Diese Entwicklung spiegelt sich auch in der Stärkung der Beziehungen zu den Freikirchen wider,
sowohl auf nationaler Ebene als auch in einigen kantonalen ökumenischen Plattformen. Die heutige AGCK spiegelt somit die sich verändernde Kirchenlandschaft in der Schweiz wider. Darüber hinaus ist festzuhalten, dass es der AGCK gelungen ist, als Stimme der Kirchen auf nationaler Ebene anerkannt zu werden, wie es unser Auftrag festhält. So können wir alle 4 Jahre nach den Wahlen einen ökumenischen Gottesdienst zur Eröffnung der neuen Legislatur der eidgenössischen Räte organisieren und gemeinsam im Berner Münster feiern. Im öffentlichen Bereich gibt es noch viel zu tun, da die Interessen, die Lage und die Erwartungen unserer Mitgliedskirchen sehr unterschiedlich sind. In den letzten 2 Jahren ist es uns gelungen, zum relevanten Partner auf nationaler Ebene zu werden, indem wir unsere kleine, in Anführungszeichen kleinen Kirchen vom Know-how und den Kontakten der Großen im Bereich der Corona-Schutzkonzepte profitieren ließen. Nicht weniger wichtig in der Arbeit der AGCK ist das Ökumenika-Label. Mit diesem Label wollen wir besondere ökumenische Projekte auf regionaler oder lokaler Ebene auszeichnen. Wir heben damit jene hervor, die die Kultur des ökumenischen Dialogs, der gegenseitigen Zusammenarbeit und der Verbreitung unterschiedlicher Erfahrungen im Glauben und in verschiedenen Traditionen unserer Kirchen vertiefen. Das Label dient dazu, diese Projekte überregional bekannt zu machen und andere zu inspirieren. Die Erfahrung zeigt, dass das Label vor allem in der Westschweiz geschätzt wird. Als einzige nationale ökumenische Plattform organisiert die AGCK in all diesen Jahren erfolgreich regelmäßige Treffen kantonaler und lokaler ökumenischer Gemeinschaften. Dabei fördert sie den Erfahrungsaustausch in der Arbeit und unterstützt ihr weiteres Engagement. Dieses Streben nach Einheit wird hier bald sichtbar werden, da wir mit einigen Deutschschweizer AGCKs eine gemeinsame Webseite entwickeln, in der Hoffnung, dass weitere sich uns anschließen werden. Auch im Jubiläumsjahr hat die AGCK Neues gewagt. Mit mehreren kirchlichen Partnern aus der Westschweiz haben wir das erste Global Christian Forum in der Schweiz organisiert. Dieses Format wurde vom Ökumenischen Rat der Kirchen ins Leben gerufen. Wer fehlt am Tisch der Ökumene? Es geht darum, Beziehungen mit Kirchenmitgliedern aufzunehmen, die in keinen ökumenischen Gremien vertreten sind. Uns ist in Leysin, wo das Forum Anfang Oktober stattgefunden hat, ein Schritt gelungen, ohne den keine weiteren möglich sind. Teilgenommen hat beispielsweise die Pfarrerin einer Baptistengemeinde. In der Deutschschweiz zählen die Baptistengemeinde zu unseren Gründungsmitgliedern. In der Westschweiz sind sie nirgends vertreten. Daran wird die Arbeitsweise der AGCK Schweiz sichtbar. Mit unserer Kirchen, mit Partnerinstitutionen, in Netzwerken stehen wir getreu unserer Wortmarke für gute Ökumene in der Schweiz. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, im Leben und Wirken einer Organisation wie unserer
sind 50 Jahre keine Kleinigkeit. Dieses Jubiläum erzählt uns von der Reife, die wir als Gemeinschaft, wie unser Name es richtig betont, erreicht haben. Wir wagen zu behaupten, dass die AGCK einen Beitrag zur Überwindung der Spaltungen und vieler Missverständnisse zwischen den Kirchen leistet. Ihr Auftrag ist wichtiger denn je. Wir haben weitgehend das Lebensalter der Vernunft erreicht und fühlen uns in der Lage, der christlichen Stimme in unserer Gesellschaft Gehör zu verschaffen. Die Corona-Pandemie, aber auch der uns alle beunruhigende, schleichende Mitgliederverlust sind Zeichen dafür, dass wir mehr denn je Einheit brauchen. Unsere enge Zusammenarbeit und ständige Gespräche haben dazu beigetragen, dass diese Einheit, wenn auch nicht liturgisch oder kanonisch, doch gefestigt wurde. Heute können wir mehr denn je mit Überzeugung sagen, dass sich Römisch-Katholiken, Reformierte, Christkatholiken, Anglikaner, Orthodoxe, Methodisten, Baptisten und viele andere dank der Arbeit der AGCK viel besser kennen und verstehen und gemeinsam die Botschaft Christi unserer Gesellschaft verkündigen. Das bleibt unsere Mission. Darum geht hin und lehret alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Im Namen der AGCK danke ich Ihnen, allen Kirchen in der Schweiz, ihren Leitungspersonen, den Delegierten, die sie uns schicken. Wären Sie und Ihre Vorgänger nicht von der Notwendigkeit unserer engen Zusammenarbeit überzeugt, hätten Sie diese Arbeit nicht gefördert, unterstützt und letztendlich finanziert, es gäbe heute nichts zu feiern. Daher wenden wir uns heute mit großer Dankbarkeit an Sie und sagen, dass wir entschlossen sind, unsere Mission und unseren Auftrag in der besten Hoffnung fortzusetzen, dass Sie sowohl unserer christlichen Gemeinschaften als auch der ganzen Gesellschaft zugute kommt. Ich freue mich besonders, dass heute viele ehemalige Mitglieder, Präsidentinnen und Präsidenten unter uns sind. Ihnen allen, liebe Kolleginnen und Kollegen, Brüder und Schwestern in Christus, danke ich herzlich für Ihr Engagement. Jede Generation hat auf ihre Weise dazu beigetragen, die Arbeit der AGCK Schweiz sichtbarer und gesellschaftlich relevanter zu machen. Es liegt nun an uns, unsere Aktivitäten zum Wohle aller, die in diesem Land leben, weiterzuentwickeln, auf die Stimme der verschiedenen Kirchen zu hören und immer wieder zu versuchen, durch eine fruchtbare Diskussion zu einer von Geschwisterlichkeit geprägten christlichen Haltung zu finden. Denn das bleibt unsere Aufgabe und die Essenz des Gebets Jesu zum Vater, auf dass sie alle eins seien. In diesem Sinne freue ich mich auf die bevorstehende Podiumsdiskussion zur Zukunft der Ökumene. Wie immer werden wir genau hinhören. Ihnen allen möchte ich noch einmal dafür danken, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind und uns die Ehre erweisen, indem Sie mit uns das Jubiläum feiern.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen alles Gute in der Liebe Christi, zu der wir alle berufen sind. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.